Im Reich des Feuersalamanders heißt ein neuer Naturlehrpfad im Bereich des oberen Marbeckgetals bei Lengefeld, der am 28. Juni eröffnet wurde. Dann den Herrn May als Landtagsabgeordneten, Vertreter des Ortes, wie zum Beispiel der Ortsbürgermeister oder Ortsvorsteher. Den Herrn Merl von der Firma Fissler, die den Pfad hier errichtet haben, und die Presse. Ja, wir sind froh, mit diesem Lehr- und Erlebnispfad einen wichtigen Beitrag zur hochwertigen Bildung hier zu machen und dass man hier aktiv die Natur erleben kann. Auf insgesamt 3,4 Kilometern gibt es hier 9 unterschiedliche Stationen zum Thema Vogelstimmen von Wasservögeln. Dann kann man halt den Lebensraum der Amphibien, wie zum Beispiel auch den Feuersalamander, erforschen und sehen oder auch aktiv Waldkund schaffen und begutachten an einer Station. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Weg, der hier durch das naturnahe Marbeckgetal verläuft und halt dann durch einen schmalen Pfad oder über einen schmalen Pfad durch den Wald des Wipperberges führt. Ja. Lieber Marc Müllenhof, Tourismuschef der Stadt Korbach. Daniel May, freut mich, dass ein Landtagsabgeordneter so ein kleines Ziel aufzuwürdigen weiß. Carola Iske-Krebs als Stadtverordnete und der Ortsvorsteher hat wieder eine weitere Attraktion für seinen Ortsteil Lengefeld. Ja, herzliche Grüße auch vom Bürgermeister Klaus Friedrich. Die Termine ballen sich mal wieder an diesem Wochenende. Und ich bitte jetzt schon um Nachsicht, dass ich den Pfad nicht in voller Länge mit ablaufen werde. Es stehen noch weitere Termine an und außerdem bin ich im Augenblick gesundheitlich nicht auf der Höhe und die Steigung werde ich mir in jedem Fall ersparen müssen. Ich laufe wahrscheinlich noch mal mit bis zum Teich und zur ersten Station. Wir haben eine Schubkarre reingeschoben. Ja, das wird wenig nützen. Ich glaube nicht, dass jemand mich da hochschieben möchte. Also 70 Kilo muss man auch erstmal bewegen. Ja, im letzten Jahr haben wir uns im Vorstand, Verbandsversammlung und natürlich bei den wichtigen Mitarbeitern im Naturpark Diemelsee Gedanken machen über Erlebnispfade. Und hier haben wir den ersten, den wir heute einweihen können, und er ist natürlich für die Stadt Korbach ganz toll, dass der erste hier als Erlebnispfad im Ortsteil Lengefeld eingeweiht wird. Und damit im Tourismus denken bei uns in der Region, denken wir natürlich im ersten Stadtrat, will ich jetzt nicht widersprechen, aber ich freue mich, dass wir eine große Region sind und hier viel passiert in letzter Zeit. Das ist ein Paradebeispiel dafür, denn es ist ja nicht der einzige Pfad, der Heinz Merl hat es angesprochen. Aus dem Programm Aktive Regionalentwicklung sind nämlich 3 Pfade gefördert worden im Naturpark. Einer in Brilon, das ist eine Radroute, einer am Diemelsee, da geht es um Biber und Co. Und eben unser Familienerlebnispfad hier in Korbach-Lengefeld. Und wir haben schon geguckt, womit kann man eben Besucher, Gäste, aber eben auch Einheimische in der Region ansprechen, welche Themen stehen hier zur Verfügung. Bei uns geht es eben um das Wasser und den Wald hier im schönen oberen Marbecktal. Mit Sandra Salamander, dem Maskottchen des Pfades, kann man eben auf Entdeckungsreise gehen und viele verschiedene Dinge erforschen, erkunden, nachlesen, hören, schauen, suchen. Es ist sehr viel Interaktion auch bei den Stationen dabei. Es sind auch nicht nur Stationen wie diese hier, wo man auf einer Tafel irgendwas sieht oder irgendwas drehen oder machen kann, sondern es sind auch Spielstationen dabei, Ausruhstationen, Balancierbalken, alles, was vielleicht Kinderherzen auch höher schlagen lässt, wenn sich die Erwachsenen mal wieder zu lange mit irgendwelchen Texten oder Inhalten beschäftigen.